Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Richtig. Heute endlich haben wir die Zeit. Wir gucken uns heute endlich die Legends Road an mit unserem neuen Es fängt schon gut an. Mit unserem Son Goku Kid, unserem Kind, unserem Jugendlichen. Das ziehen wir uns heute an. Ich werde ihn endlich gemeinsam mit euch freischalten. Ich könnte es schon lange machen, aber ich wollte es extra im Video machen. Aber es kam ja Broly inzwischen. Es kam Super Saiyan 2, Goku inzwischen, Bardock und so weiter. Es ist so viel passiert, Leute. Guckt euch bitte die letzten Videos an, um auf den neuesten Stand zu sein. Jetzt aber, Leute, kommen wir zu den Kämpfen. Wo finde ich es am sinnvollsten, die Medaillen zu farmen? Was sollte man am besten damit holen? Und so weiter und so weiter. Heute im Video. Leute, beginnen wir damit, wo meiner Meinung nach es am sinnvollsten ist, die Medaillen zu farmen. Und zwar, ihr seht hier, bei Kampf 1 zum Beispiel bekommt man ja die Bronzemedaillen. Kostet eine Energie. Bei Mission 2 bekommt man die Silbermedaillen, kostet eine Energie. Bei Mission 3 bekommt man die Goldmedaillen, kostet eine Energie. Das ist meiner Meinung nach sinnvoller als EX 1 und 2 und 3 zu machen, denn EX 2 und 1, 1, 2 und 3 kostet 2 Energie. Man bekommt zwar auch beide Medaillen, aber ich finde, vom Energieaufwand zu den Medaillen ist das da unten sinnvoller, 1, 2, 3. Vor allem, ihr könnt es auch easy die Bonusmission abschließen und hier einfach eure Skip-Tickets benutzen. Also hier die Herausforderung alle abschließen. Dann könnt ihr hier zack auf Skip-Ticket drücken. Und jetzt bin ich gerade meine Ausrüstung voll, aber egal. Und ihr bekommt die Medaillen viel schneller. Bei Mission 2 ist das auch sehr easy. Da haben mich viele gefragt, Rabbit, was ist ein finaler Angriff? Als Beispiel, nimmst du Broly, gehst in den Kampf damit und benutzt seine Hauptfähigkeit. Mit seiner Hauptfähigkeit bekommst du eine weitere blaue Karte, die 20 Energie kostet. Und die setzt du ein. Das ist ein finaler Angriff. Also die Hauptfähigkeit nutzen und dann diese Karte, die man davon bekommt, benutzen. Zum Beispiel über Majin Vegeta. Die sprengen zum Beispiel. Ist auch eine finaler Angriff der Hauptfähigkeit. Sowas zum Beispiel. Und hier bei 3 ist auch alles sehr easy. Das muss ich noch machen, aber es ist sehr, sehr einfach. Also ich würde euch raten, die 3 Missionen zu spielen. Wenn du anderer Meinung bist, dann schreib in die Kommentare, warum und was du besser findest. Wir können uns ja gemeinsam immer unterstützen. Ich habe nicht immer recht, du hast nicht immer recht. Und gemeinsam schaffen wir aber immer die beste Lösung. Natürlich, Leute, jeden Tag macht das. Das kann ich euch nur raten. Diese Mission, die EX4, die kann man 2-mal pro Tag machen. Macht die auf jeden Fall diese 2-mal pro Tag. Kostet auch 2 Energie, ja, aber man bekommt alle 3 Medaillen. Also das ist sehr sinnvoll, macht das auf jeden Fall täglich. Die 2 Missionen und dann würde ich euch raten, wie gesagt, Kampf 1, 2 oder 3 hier machen. Die Herausforderung kann man machen, muss man nicht machen. Das Einzige, was man hier bekommt, wenn man es das erste Mal schafft, sind 100 Zeitkristalle und sonst gar nichts. Also ist nicht sinnvoll, hier seine Energie zu verschwenden. Vor allem nicht, wenn man es 2, 3, 4, 5 Mal nicht schafft. Das ist so viel verschwendete Energie, die man lieber dafür nutzen sollte, sich die Medaillen zu farmen. Ganz ehrlich, Leute, das ist viel sinnvoller. Und ja, und was macht man dann mit den Medaillen? Man geht in den Shop zum Beispiel und geht in die Tauschbörse links unten. Und dann kommt ihr schon rein zu den Legends Road Medaillen, die ihr hier eintauschen könnt. Ihr seht rechts oben, habe ich schon fleißig gefarmt. Wir tauschen jetzt mal eine ein, damit wir unseren Son Goku freischalten. Das wollte ich jetzt schon so lange machen und ich wollte es aber im Video machen. Ja, yeah! Darauf habe ich jetzt so lange gewartet. Wunderschön, wunderschön. Leute, ich kann euch nur raten, an alle Free-to-Play-Spieler, farmt diesen Goku. Es ist eine kostenlose, sehr einfach zu bekommende Sparking-Karte. Es geht nicht leichter, Leute. Es geht nicht leichter. Holt ihr euch. Und dann, ich würde es mal sagen, schaltet erstmal nur die 100 Teile frei. Nur die 100, um die Karte freizuschalten. Das ist euer erstes Ziel. So lange Bronze, Silber und Goldmedaillen
erlösen, bis ihr hier die 100 habt. Das ist das Erste, okay? Das ist das Wichtigste. Danach, was ich noch sehr empfehlen kann, sind diese Energie-Coupons. Leute, das ist schon geil. Das ist auf jeden Fall geil. Das kann man auf jeden Fall machen. Man bekommt 5 Energie dafür. Hier unten auch 5 Energie. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das kann man einlösen. Die sollte man sich holen. Ich glaube, das gibt es bei Gold, gibt es das nicht. Ne? Also zweimal gibt es das mit Silbermedaillen und mit Bronzemedaillen. Energie-Coupons schaden nie. Ihr gebt weniger Münzen hier aus, als ihr dann Energie-Coupons bekommt. Das ist schon geil, Leute. Also das kann ich euch nur raten, holt euch die kompletten Energie-Coupons, um noch mehr farmen zu können. Das ist wichtig, okay? Und dann gehen wir jetzt nämlich mal auf Goku, denn der hat eine spezielle Sache beim Soul-Boosten. Wo ist er denn, der Kleine? Da hier ist er. Bam. Wenn wir bei ihm auf Soul-Boosten gehen, sehen wir euch direkt, was brauchen wir hier? Wir brauchen gelbe Seelen und wir brauchen seine Seelen. Hier oben, diese aufsteigende Seele Son Goku Teenager. Diese braucht ihr auch. Das heißt, die müsst ihr euch auch ertauschen. Ich schau mal kurz, wie weit ich komme. Nicht weit genug, nicht genug gelbe. Schalt mal die mal frei hier. Zack. Also, das Wichtigste ist, Leute, 100 Teile zu sammeln, um ihn freizuschalten. Danach schaltet ihr so viele von diesen Seelen hier frei, dieser aufsteigenden Seele, bis ihr genug habt, um aufs nächste Level aufzusteigen. Also um hier den Klassenaufstieg zu machen. Dafür benötigt ihr aber auch zum Beispiel beim ersten Mal 2 von den Superseelen. Also wie gesagt, macht das zuerst. Macht jetzt nicht hier zum Beispiel komplett den kompletten Soul Boost voll, den Baum hier. Den kompletten Baum nicht erst voll machen, Leute. Erstmal hier einfach nur die ersten 10 freischalten, damit ihr ihn aufs nächste Level bringen könnt. Dann die nächsten 20 freischalten fürs nächste Level und so weiter. Bringt ihn erstmal auf Level 1500. Okay? Erstmal auf Level 1500 bringen. Diese Medaillen und so weiter könnt ihr euch einlösen hier. Hoppla. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Denn heute ist ein wichtiger Tag übrigens. Heute ist der gute, geile Tag für die Legends Road. Ich zeige euch dann nachher warum noch sogar. Also ja, hier, wie gesagt, diese Seelen könnt ihr einlösen. Gegen eben Bronze, Silber und Goldmedaillen. Und hier diese Super Seelen, wie ihr gesehen habt, wir brauchen 2 Stück davon, um von Level 300 auf Level 600 zu kommen. Die können wir schon mal holen. Zack, haben wir 2 davon. Und hier diese ganzen braucht ihr, wie gesagt, auch, um eben hoch zu leveln. Wie ihr seht, das ist jetzt nicht so teuer, das dauert keine 3 Jahre. Ihr seht, das kann ich ja verdammt viele einlösen. Wir lösen mal so viele ein, zack. Und dann geht's schon mal easy weiter. Jetzt komme ich schon mal locker zum Beispiel auf das nächste Level, auf Level 600 mit ihm. Und aber was ihr halt noch braucht, Leute, sind gelbe Seelen. Und heute ist Samstag, oder? Ich glaube, heute am Samstag, Leute, geht ihr auf Events, geht ganz runter und das seht ihr hier, Bonuskampf gelb. Hier könnt ihr gelbe Seelen farmen. Mega nice, Leute, kostet immer 2 Energie, aber ich finde, die Seelen hier sind ganz okay. Wenn du da draußen meinst, ja, ist ganz geil, aber Rabbit, in dieser oder dieser Mission bekommt man viel mehr Seelen pro Energie, dann hau es jetzt in die Kommentare. In welchen Missionen farmst du deine gelben 1, 2, 3 Seelen? Hau es mal rein. Oder 4 Seelen halt, 1, 2, 3, 4. Bin gespannt, ob du woanders farmst. Ich farme gerne hier bei diesen Bonuskämpfen. Einfach nur draufdrücken, zack, einmal einlösen und ihr habt schon wieder Seelen. Problem ist nur gerade, ich habe gerade keine. Meine Ausrüstungen sind voll. Ich habe ständig volle Ausrüstung. Das geht einem sowas von auf die Nerven. Es ist zu wenig Platz, meiner Meinung nach. Oder ich behalte einfach zu viele Ausrüstungen. Das kann man natürlich so oder so sehen. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, man kann hier diese Events machen. Und das kann man halt so einfach überspringen hier. Einmal draufdrücken mit einem Ticket. Verbraucht ihr 2 Energie halt auch. Und bekommt aber auch halt diese Seelen. Hier zum Beispiel waren es jetzt 47 für 2 Energie. Finde ich ganz okay. Kann man wieder zack zurückgehen. Das geht halt nur heute am Samstag. Heute ist dieses gelbe Event bei den Bonuskämpfen. Dann gehen wir zurück auf Seelen boosten. Suchen unseren kleinen Goku. Mal gucken, ob wir es jetzt schon haben. Ja, wie ihr seht, es kostet auf jeden Fall mehr gelbe Seelen als die Goku-Seelen. Also es ist jetzt nicht schwer. Es ist jetzt nicht schwer. Meiner Meinung nach, ihn auf Level 1500 zu bringen.
Und das ist, wie gesagt, euer erstes Ziel, meiner Meinung nach. Erstmal die 100 Teile für ihn farmen, damit ihr ihn freischaltet. Dann keine Teile mehr ausgeben, sondern erstmal auf Level 1500 bringen. Denn es bringt euch nichts, wenn ihr diesen Goku dann auf, keine Ahnung, 3-4 Sterne habt und dann bei Level 600 hängen bleibt. Weil euch die Münzen fehlen. Das macht keinen Sinn. Also Leute, wie gesagt, erst freischalten, dann auf Level 1500 leveln und dann könnt ihr auch die kompletten Seelen noch voll boosten natürlich. Dass ihr hier, hoppla, dass ihr hier erstmal alles freischaltet bei Stufe 1, also dass ihr ihn insgesamt dann auf 398% bringt. Denn wie gesagt, es macht ja keinen Sinn, wenn ihr dann auf zig Sterne habt und so weiter und dann irgendwo hängen bleibt, dann habt ihr ihn vielleicht auf Level 1000 mit 100% Soul Boost. Damit könnt ihr gar nichts anfangen, ne? Meine Meinung. Ne? Auf jeden Fall meine Meinung, das ist ganz klar. Und ja, wie gesagt, ich empfehle euch hier Kampf 1-2-3 zu spielen, nicht EX-1-2-3 und auf jeden Fall EX-4 täglich, Leute. Das spielt ihr echt täglich, das ist so wichtig. Ich level hier nebenbei auch übrigens meinen neuen Goku. Den finde ich nämlich ziemlich nice. Der ist schon sehr hart im Leveln bei mir. Es ist gerade jetzt, Samstag, nach 10 Uhr am Morgen. Also er levelt schon gut dahin. Ne? Es gibt ja auch wieder das Doppel-EP-Event. Könnt ihr auch reingehen bei der Story hier. Zack, unten hier. Super-EP. Für 2 Energie bekommt ihr hier arsch viel EP. Das ist halt auch geil, wenn ihr leveln wollt. Ne? Es ist halt echt gerade verdammt schwierig, für was man seine Energie ausgeben will. Ne? Farmt man jetzt lieber gelbe Seelen? Oder levelt seine Helden? Oder macht eben diese Mission hier? Ne? Es ist schwierig. Es ist schwierig. Und deswegen finde ich es halt auch, wie gesagt, so wichtig, dass ihr hier bei den Münzen, bei Son Goku, es einlöst, dass ihr hier eure Coupons bekommt. Ne? Zack, 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 ganz Coupons einlassen. Wie ihr seht, 10 Coupons. 10 Stück. Je 5 Energie für nur 30 Münzen. Leute, nehmt das mit, ey. Holt euch die ganzen Energie-Coupons. Hier unten auch die zweiten gleich. Zack, gönnt ihr euch, Leute. Holt ihr euch. Damit könnt ihr so viel leichter farmen. Zack. Viele haben mich auch gefragt, was macht der Fisch hier? Wo ist er denn? Der Schmorfisch. Das ist auch ein Trainings-Item. Das ist ein Trainings-Item. Müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt holen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, mit den Energietickets ist halt schon geil. Das könnt ihr bei Gegenständen euch ansehen. Energiecoupons. Und einfach mal 20 Stück davon. Für je 5 Energie. Alter, das ist sowas von wert. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp in dem Video. Holt euch die fucking Energiecoupons, Leute. Dann könnt ihr auch leichter die gelben Seelen farmen heute zum Beispiel. Die Goku-Medaillen. Oder ihr levelt eure Helden hoch in EP-Missionen. Ihr farmt 10, ihr könnt damit ja alles machen, ne? Ist schon ziemlich geil. Ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich finde auch den Son Goku gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, Free-to-Play muss man ihn sich auf jeden Fall gönnen. Ist ein Strike-Attack-Typ und er bekommt einen riesigen Buff durch Muten Roshi. Denn er ist ja ein Son Goku-Kid. Son Goku auf Deutsch heißt Son Goku-Kind-Saga. Und wenn wir auf Muten Roshi gehen, wollen wir mal kurz Muten Roshi raussuchen. Wo ist er denn? Da. Der hat nämlich einen enormen Buff, und zwar er bufft die Kämpfe von Episode Son Goku Kid Saga eben den Strike und den Blast Attack, also Nah- und Fernkampf, um 32% auf 4 Sterne. 32% beide Attacks. Das ist schon eine Ansage, ne? Deswegen finde ich es, wie gesagt, sehr wichtig, vor allem für Free-to-Play-Spieler, holt euch diesen leicht, wirklich leicht zu bekommenden Son Goku Teenager oder Kid, oder wie man nennen will. Es geht nicht einfach. Leute, macht das. Zockt es. Und jetzt gerne eure Tipps. Wenn ihr irgendetwas sagt, nee, Rabbit, ich mach das anders, das ist besser, dann schreibt es mir jetzt bitte in die Kommentare. Damit helfen wir der ganzen Community. Und ja, Leute, morgen sehen wir uns auf jeden Fall meine Meinung an. Zu den ganzen neuen Helden hier. Das machen wir ja immer, wenn ein neues Banner erscheint. Also morgen am Sonntag sehen wir uns dann meine Meinung an dazu. Was noch so alles kommt und ja, Leute, guckt euch gerne auch die anderen Videos an, die heute und morgen erscheinen werden. Es kommen gerade so viele Videos, weil gerade so viel in allen Spielen passiert. Leute, stressig. Also lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Ich kann es dir nur empfehlen. Leute, viel Spaß. Haut rein. Farmt euren Son Goku. Und ciao.